Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarte kontrollieren? Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Nächster Halt, über Greenwood oder über die Bergstraße schneller nach Eclipse Bay. Also dieses Gebiet hat noch viel Verbesserungspotenzial. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man in einem so schönen Bus sitzt. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Studenten nennen die Unikatze Schrödinger. Wie war das noch gleich? Gruer? Grover? Gründer? Ach stimmt, es war Gruyère. Hi. Oh, ich bin gerade im Bus. Ja, im Bus. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Oh, er ist krank?
Nur hin, bitte. Ich glaube, ich gehe morgen in die Berge. Ich sollte sowieso mehr Sport machen. Danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach. Danke.
so viel im Bastelladen ausgegeben, dass ich mich nächste Woche von Rahmen ernähren muss. Das ist einfach wundervoll. Ihr Unternehmen könnte vom Aktienmarkt wirklich profitieren. Ich meine, Sie investieren eine kleine Summe. Fährt Ihr Unternehmen Gewinne ein? Sie machen sicher schon Gewinn, aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment
zu. Hey Chef, möchtest du übernehmen? Fürs Aufwecken. Diese Füße. Nächster Halt. Ortsmittelhütte. Ah, das hat er gemeint. Thank you.
eine Fahrkarte, bitte. Danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarte?
Das nenne ich mal eine Verbesserung. Jetzt kann jeder jederzeit den Bus nehmen. Und ich komme ganz einfach zu meinen Lieblingsangelplätzen. Toll, nicht? Mr. Stevenson hat mich darüber informiert, dass der Tourismus um Wood Falls zunimmt. Warum investieren wir nicht mehr in Erdgasbusse oder Elektrobusse, um die Gegend und die Luft sauber zu halten? Aubrey hat recht. Investieren wir in ein paar hübsche, umweltfreundliche Busse. Kommen Sie zurück! Sie können uns doch nicht einfach hier stehen lassen! Nichts startet einen Tag besser als ein guter Liter Kaffee.